Was willst du erzählen? Ich weiß es nicht. Irgendwas, was über das Auto noch sagen müssen oder so? Welches Design findest du schöner, das oder das? Das. Das ist halt Design-Klassiker, da muss ich dir erstmal hinentwickeln. Ich weiß gar nicht, ob man noch hier die Farbe so richtig erkennt. Das ist so ein... Mensch, da bin ich mal... Boah, wie viel Dreck da drauf ist. So, also jeder hält den erstmal für schwarz. Tatsächlich ist er aber in so einem sehr, sehr dunklen Grün, was, je nachdem wie das Sonnenlicht einstrahlt, halt wunderschön aussieht. Und ich glaube, du musst mal hier hinkommen, Jonas. Das Unglaubliche ist, dass das ein Coupé ist und man trotzdem im Außenspiegel hinten die Höcker sieht von der Hinterachse, weil die halt so weit ausgestellt sind. Das Schöne ist halt diese Schulterlinie, die finde ich so ein bisschen was vom Jaguar schmatt, dieser Schwung nach vorne. Und dann zusätzlich halt diese Kante, diese relativ scharfe Kante, die so nach unten geht leicht von vorne. Und vorne daraus sich halt so der Kotflügel so rauswölbt und an den Türen halt auch diese scharfen Kanten. Das ist halt, also das Ding ist wirklich riesig. Ich kenne die Außenmaße jetzt nicht, aber es ist wirklich, wirklich groß. Und es ist halt so gestaltet, dass es echt kompakt aussieht, also kleiner als es tatsächlich ist. Sehr elegant aus, zeitlos und verkörpert, finde ich, am ehesten das, vielleicht sogar mehr S-Klasse als die S-Klasse Limousine, weil es halt einfach dieses gigantische Ding ist und mir gefällt das richtig, richtig gut. Also wieder so ein Kandidat, den ich gerne behalten würde. Taschlasch, Olleke. Nö. Sind Gözlünkenade. Nö, ich mag das. Mit dem T-Shirt und der Kippa. Ein Motorrad. Nede? Der ist schon weg. Kırmızı mıydı? Ja. Okay, ben senin görmediğim şey görüyorum ve o mavi. Evet. Evet. Neulich mal mit einem Kumpel unterhalten, der hat mich gefragt, ob was da eigentlich schöner ist, ob solche Landstraßen wie hier schöner sind oder ob er eher auf die Rennstrecke fahren soll. Und ich habe ihm eigentlich gesagt, so beides hat seinen Reiz, aber so Landstraßen zu entdecken, die immer was Neues zu bieten haben und dann immer wieder mit solchen Szenerien hier überraschen, ist einfach schöner und gibt mir persönlich mehr als auf einer Rennstrecke den fahrdynamischen Grenzbereich auszuloten. Aber nichtsdestotrotz habe ich früher an Spielkonsolen, am PC, in Rennspielen immer eine absolute Lieblingsstrecke gehabt und das war Imola. Mit jedem Auto bin ich in die Runden in Imola gefahren. Jede Kurve kenne ich da und der Rennstrecke haben wir einen Besuch abgestattet. Das könnt ihr euch jetzt ansehen. Sehr cool. Immerhin an Lamborghini unterwegs. Wir sind in Imola. Autodromo Imola und wollen es einfach mal besuchen, weil ehrlich gesagt ist das früher so in Computerspielen immer meine absolute Lieblingsrennstrecke gewesen. Die Strecke wurde 1953 eröffnet. Damals war so die Idee von Enzo Ferrari, dass er quasi einen Mini-Nürburgring haben wollte. Und da man in Italien aber nicht zwei Grand Prix haben durfte, war es dann der Grand Prix von San Marino. Bis 2006, 2007.
Bis 2006 oder 2007 wurde hier tatsächlich der Grand Prix gefahren. Seitdem gibt es hier keine Formel 1 mehr. Sonat? Ja? Alla bella nennt ihr das schon? Laut! Sonat, wer hat heute Geburtstag? Papa. Ah, hast du dem schon gratuliert? Ja. Hast du einen Kuchen für den? Am 120. Juli. Oha, einer ist die Treppe runter gesprungen, ne? Jalousien runter? In die andere Richtung wieder drücken. Cool, guck mal, das bleibt so. Beiden. Okay. Jonas, mach mal deine Vorfenster auf. Tötet ihr Mercedes. Was passiert? Ich hab gerade gesehen, dass er hier sagt, Parkbremse ohne Funktion und von wegen keine Temperatur mehr angezeigt hat. Nur Warnmeldung. Ich habe mich schon gewundert, warum der Fernseher ausgegangen ist. Okay, wir müssen ein Kabel organisieren und fremd starten. Kann lustig werden. Oh, Jonas. Oh je. Jetzt ist gar nichts mehr. Sondern wir haben zu viel gespielt. Der Akku ist jetzt leer. Es ist 8 Uhr morgens und wir müssen auch noch aufpassen, weil hier sind so ein paar Leute, die sind nicht so kinderfreundlich. Ja. Auf dem Campingplatz. Do you have a starter or our car doesn't start? Das ist wirklich so, wir müssen nicht 100 Kilometer fahren. Es ist alles gut, es ist jetzt vorbei. Ja, wir kommen raus aus dieser Wildnis. Der kann alles machen. Der kann im Raum sogar mit einem bestimmten Duft lüften. Der kann, du kannst alles einstellen, du kannst alles machen, aber der kann einfach nichts anzeigen, dass die Batterie gleich leer ist. Das verstehe ich einfach nicht. Das ist doch eigentlich eine simple Anzeige. Nix, gar nichts. Einfach leer. Kann ich gar nicht verstehen. Starterkaffee.
Ich starre Kabel, wollte ich sagen. Ich bin kein Erzogenes-Kind! Richtig so. Also, Ja, das muss mir auch mal gesagt werden. Wir sind im Hinweis gefunden. Oh! Da! Was Sonat da entdeckt hat, ist keine Höhlmalerei in dem Fall, sondern ein Hydroglyph. Der wird also in den Stein gemeißelt und das ist ein Tier im Valle Camonica. Und das ist hier seit 1979 Weltkulturerbe der UNESCO. War das erste Weltkulturerbe in Italien überhaupt. In diesem Tal, das erstreckt sich über 70 Kilometer in etwa, findet man die weltweit größte Ansammlung an prähistorischen Zeichnungen von der Steinzeit bis ins Mittelalter im Grunde. Weil hier in diesem Tal eben halt Völker gelebt haben oder ein Volk gelebt hat, das über die vielen Jahre hinweg, über die Jahrtausende hinweg, hier an den Wänden gemalt oder gemeißelt hat. Da geht es lang. Folgt mir, Männer! Folgt mir, Männer! Oh, von da lang! Von hier lang! Folgt mir! Wir schauen uns gerade einen Mercedes aus der Eisenzeit an. Man sieht halt den Wagen und die zwei Zugpferde. Und der Wagen ist von oben dargestellt und die Zugpferde und die Räder vom Wagen sind von der Seite dargestellt quasi. Zwei unterschiedliche Perspektiven gemischt. Also 2 PS? 2 PS. Das sind aber keine Pferde. Ja, diesen blöden Camper, der sich morgens um 6 aufregt, dass Kinder im Zelt reden. Reden, nicht laut reden, reden. Den gab es damals schon. Und die sich dann beschweren um 7 Uhr damit und sagen und Dreck sagen sollen, jetzt bitte ganz leise sein. Also noch leiser, als man jetzt redet. Und ja, das ist da hinten ist der. Die gab es schon immer, diese Vollidioten. Schriftzeichen. Also Schriftzeichen, die wir jetzt auch haben. SEC, CON und hier ein F. Also ganz klar kann man es nicht ausmachen. Das sind auch irgendwie 3 Zeilen. Hier sieht man auch ein P und da ein R. Aber scheinbar, also bald scheinbar eine Kunst, die hier über viele Jahrtausende weiter fortgeführt wurde. Oh,
In der nächsten Folge zeigen wir euch, was einen luxuriösen Innenraum definiert, was man im Lamborghini-Museum in Sant'Agata Bolognese erwarten darf und zeigen euch die atemberaubende Talsperre am Splügenpass.